Gesundheit, das ist das A und das O an den Olympischen Winterspielen hier in Südkorea für die Sportler natürlich. Das ist schlussendlich relevant, dass die gesund sind. Aber es ist eben auch ein bisschen Angst, dass man noch könnte auf den Tag X, auf den Wettkampftag krank werden oder nicht so fit sein. Man hat es ja gehört, teilweise ist auch der Norovirus, also Durchfall und schlecht, der Virus umgehen. Allerdings nicht bei Sportlern, sondern nur bei Sicherheitskräften. Aber die Sportler, die wappnen sich. Und wir haben jetzt den Patrick Noack hier. Er ist Arzt von Swiss Olympic. Herr Noack, wie sagen wir uns? Oder wie darf man sich begrüßen jetzt hier im Athletendorf? Eigentlich gar nicht. Oder man kann es so machen, wie es Koreaner machen, einfach von Neigen. Da wäre die Erste und Sportler machen einfach so. Mhm. Genau. Also das ist Ghetto-Faust, wo man jetzt hier eben ein bisschen sieht oder eben gar nicht grüße in dem Sinn vorhanden. Wieso macht man das? Ja, zum Beispiel der Norovirus, da weiss man, der übertreibt sich halt wirklich über Händekontakt. Und darum sind Sportler da sehr vorsichtig, vor allem mit dem Personal von außen dran, dass man dort wirklich nicht den Kontakt hat. Ist das von den Ärzten auferlegt worden, sozusagen, die Regeln, oder ist das so wie ein ungeschriebenes Gesetz? Nein, das ist eigentlich etwas, was wir jedes Mal wieder predigen. Menschenansammlungen, das wissen wir, halt auch schon von der Altersheim, Rekrutenschule und so weiter, dass das ein Gefahrenherd ist, wenn einmal eine Infektion irgendwo herrscht, dass die übertragen wird. Und darum sagen wir immer, möglichst keine Hände schütteln, keine Küsschen geben, die drei Hände gut waschen, also nicht nur desinfizieren. Das Händewaschen ist gerade so wichtig, wenn nicht wichtiger, das wissen sie. Und so ein Norovirus oder sonst Geschichten, die zum Glück außerhalb vom Dorf sind, die fallen uns manchmal gerade noch in die Hände, weil dann machen es die Athleten noch umso konsequenter. Aber kann man sagen, die Athleten, die sind damals schon, was hat man darauf fokussiert, dass eben nicht krank werden? Das ist, oder ich sage jetzt ein bisschen, nicht eine Angst, aber so ein bisschen Anspannung, dass man ja nicht krank wird auf den Tag X. Das ist ja so. Ich meine, Olympische Spiele, man trainiert 4 Jahre drauf. Es gibt gewisse Sportarten, die da nur im Fokus sind und sonst 4 Jahre dann nicht mehr. Und es gibt so Statistiken vom Internationalen Olympischen Komitee, die zeigen, dass etwa ein Drittel der Athleten, auch wenn es noch ein kleiner Virus ist, ein Pfnüssel, eine laufende Nase, Stirnhöhle, die weh sind, wehtun, ein bisschen Halsweh, dass ein Drittel der Athleten wegen so Sachen einfach nicht ihre optimale Leistung können abrufen für die Olympischen Spiele. Wie sieht es aus im Schweizer Team? Wir sind zuständig für die Schweizer Athleten. Alle gesund und munter? Holt es auch lange, ja. Nein, also bis jetzt ist wirklich alles gut. Also von Krankheiten, Infektionen sind wir eigentlich größtenteils verschont geblieben. Das ist so. Wie sieht es aus, Sie persönlich? Olympische Winterspiele auch für einen Sportarzt etwas Spezielles? Also wenn man an die Spiele gehen, ist immer etwas Spezielles. Das ist so ein bisschen der Lohn für die Arbeit, die man sonst hat. Schlussendlich, da kann man ja nicht kaufen oder so. Das sind eigentlich die Athleten und Betreuer, die sagen, hey, mal, wir möchten gerne, dass du mitkommst. Und darum ist da immer etwas Spezielles. Und vor allem, wenn man einen Sport fasziniert, dann gibt es immer wieder Hühnerhaut, wenn man die Athleten sieht, da die Leistungen bringen. Sind Sie 24/7 für die herum? Ja, wir haben ein Tagesarzttelefon, das tun wir untereinander ein bisschen abtauschen, vor allem die, die hier im Dorf sind. Das bin ich, Dr. Betschard und Dr. Glene, das ist 24/7. Aber ist auch noch wahnsinnig, also ist noch streng, auch für Sie als Arzt, so olympische Winterspiel? Ja, es ist vor allem die Präsenz, die es ausmacht und ein bisschen bereit sein fürs Unerwartete. Also manchmal denkt man, oh, heute sieht es gar nicht so schlecht aus, ruhiger Tag. Und dann auf einmal läutet das Telefon und dann pressiert es, dann muss man dort und dort hinsäckeln und dann wird es streng, ja. Haben Sie jetzt das in diesem Spiel auch schon gehabt, dass es wirklich einmal pressiert hat? Ja, pressiert hat 2-3 Mal, ja. Dopingkontrolle ist auch noch ein Thema. Sie machen so viel Kontrolle wie noch nie. Dann haben wir junge Athletinnen und Athleten, die das erste Mal so eine Kontrolle haben und die sind noch unerfahren. Und da versucht man die jetzt zu begleiten, aber das ist ja nicht eingeplant im Tagesablauf. Dann weiss man, der Shuttlebus, ein Einsatz fährt dann und dann läuten die noch an, dann sollte man dort auch noch mitgehen und schauen. Das sind so Sachen, oder wenn ein Athlet wirklich nicht gut zu Weg ist. Ist man als Arzt aber auch gewissermaßen ein bisschen Psychologe? Ja, also, so wie ich, also auch Physiotherapeuten, Masseure, das sind dort, wo die Athleten abladen. Das ist mein grösster Teil auch, aber zum Glück, wenn es dann wirklich ernsthaft wird, haben wir dann noch einen Sportpsychologe dabei.